Hey, was geht ab? Ich bin's Abigail und ich habe heute den zweiten Teil der Outfit Challenge. Und zwar geht es bei diesem Format darum, dass ich zwei verschiedene Shops teste und versuche, so gut wie möglich identische Sachen bei den beiden Shops zu finden oder auch ähnliche Teile und die dann einfach zu vergleichen. Kurzer Disclaimer, das ist meine Meinung und wenn ich gleich, keine Ahnung, Shein besser finde als H&M und ihr aber H&M besser findet als Shein, dann ist das so. Aber akzeptiert auch meine Meinung, weil das war letztes Mal im letzten Teil. Da gab es irgendwie so viele negative Kommentare. Ich habe die Sachen vor meinem Urlaub bestellt. Das ist jetzt vor einem Monat gewesen. Nur habe ich es leider nicht geschafft und ich bin auch gerade ein bisschen im Klausurstress. Deswegen, also es sind jetzt nicht unbedingt die krassen Herbstsachen. Das werdet ihr auch gleich merken. Ja, meine Videofrage an euch ist einfach jetzt schon mal, welcher Shop gefällt euch besser, Shein oder H&M? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, gerne Daumen hoch, damit es natürlich einen dritten Teil gibt, einen vierten, fünften. Ich hab Bock darauf. Ja, und wenn ihr neu seid, gerne abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich bin mega gespannt auf das Ergebnis, weil ich einfach bei Shein seit Ewigkeiten nichts mehr geholt habe. Deshalb weiß ich gar nicht so richtig, was mich dort erwartet. Und bei H&M weiß ich es ja, ist halt einer meiner Lieblingsläden. Okay, fangen wir mit dem ersten Teil an. Und ich liebe Neon und habe dann bei beiden Läden mal nach Neon-Sachen gefunden und bin sogar fündig geworden. Und ich finde, die beiden Sachen sehen sich sogar sehr ähnlich. Ich habe eine neue Kamera und habe noch kein Mikrofon dafür. Das kann sein, dass ihr ab und zu mal die Fokusgeräusche hört. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Also, wir haben einmal den Pullover von H&M. Und zwar ist der eher neongelb, aber ich finde da trotzdem eine sehr, sehr geile Farbe. Hier steht No Thanks drauf und ich habe den in Größe M bestellt. Der ist vom Stoff her eher etwas dünner. Der hat jetzt auch nur 9,99 € gekostet, was sehr günstig ist für ein Sweatshirt. Bei Shein habe ich dann einen neongrünen Pullover gefunden. Ja, hier steht auch wieder etwas drauf. Hier steht jetzt Babe drauf und der ist ein bisschen anders, weil der hat eine Kapuze und schwarze Schnüre. Ach so, warte mal, es ist ein Crop-Pulli. Bei Shein sind immer krumme Preise. Der hat jetzt 11,50 € gekostet, also eigentlich genauso wie der von H&M. Und ich bin mal gespannt, wie die jetzt angezogen aussehen. Weil so kann ich noch nicht sagen, welcher mir davon besser gefällt. So, das ist jetzt das Sweatshirt von H&M. Ich liebe die Farbe. Ich finde auch, dass das schön sitzt. Das ist jetzt nicht der dickste Stoff, aber ich finde trotzdem, dass es dafür ganz cool aussieht. Ich glaube, den hätte ich mir zum Beispiel gerne zwei Größen größer geholt. Aber sonst finde ich den sehr, sehr nice. Ich probiere jetzt mal den von Shein an. Das ist jetzt der Crop Hoodie von Shein. Und jetzt erster Eindruck. Ich feiere wirklich krass den Schnitt. Das sieht sehr cool aus, dass das halt so crop ist auf der Höhe. Hier kann ich irgendwie gar keinen Punkt geben, weil ich beides gleich feiere. Also ich feiere irgendwie den Hoodie, aber ich feiere auch den Crop Hoodie. Ja, ich würde jetzt sagen, der Punkt geht jetzt ganz, ganz knapp an Shein. Wir brauchen ja auch etwas, was wir darunter anziehen. Also dachte ich mir, ich hole Shorts. Weil es letztes Mal blaue Shorts waren, wollte ich dieses Mal unbedingt eine schwarze High-Waist-Shorts haben. Ich bin in beiden Läden fündig geworden. Außer Disclaimer, es könnte sein, dass die Hose von Shein ein bisschen schmutzig ist. Ich hatte die im Urlaub dabei und habe sie noch nicht gewaschen, aber ich musste das Video jetzt drehen. Die hat jetzt 13,60 € gekostet und ich muss sagen, ich finde sie vom... Also, wenn man die jetzt so sich anguckt, finde ich, sieht die sehr, sehr cool aus. Alleine, dass das so distressed ist. Hier unten die ganzen Fransen, also ich finde, die sieht einfach sehr modern aus. Das ist die Shorts von H&M. Die war von 19,99 € reduziert auf, ich glaube, 11,99 €. Also wieder günstiger als Shein. Sieht aber auch ein bisschen anders aus. Die hat jetzt nicht so, so Löcher. Aber ich finde trotzdem, dass sie sehr gut aussieht. Also es sieht jetzt aus, als hätte sie einen guten Schnitt. Aber das kann man natürlich erst sagen, wenn man die anhat. Aber ich mag die Farbe. Ja, also die ist einfach was dunkler. Die ist ein bisschen heller und einfach mehr zerrissen. Ja, und ich glaube auch, wenn man die mal gewaschen hat, kann ich mir vorstellen, das hatte ich nämlich bei einer anderen Hose auch, dann kommen nämlich auch solche ganzen Fransen raus und dann sehen die sich doch schon sehr ähnlich. So, das ist die Shorts von Shein und ich bin sehr, sehr verliebt. Also erstmal der Schnitt, also es passt sich so gut an, es ist keine Presswurst und auch hier hinten sieht man, dass es einfach wirklich direkt an meinem Rücken anliegt. Also hinten ist die lang genug und ich mag einfach auch dieses Distress-Design. Ist einfach nice. Gefällt mir sehr gut. Ich habe daran wirklich nichts auszusetzen. Und sieht sogar sehr cool aus mit dem
Crop-Pulli. Ich bin mal gespannt, wie die von H&M ist. So, das ist die Shorts von H&M. Ich muss mal gucken, wie ich den Pulli mache, damit man die auch gut sieht. Ja, auch die, finde ich, sitzt ganz gut, obwohl ich sagen muss, dass ich hier ganz leicht das Gefühl habe, dass meine Beine ein bisschen mehr rauskommen als bei der Skienhose. Aber es ist, ich würde die trotzdem tragen. Also ich finde, es ist nicht genug Presswurst, als dass ich die nicht tragen würde. Schauen wir mal von hinten. Ja, auch hier. Also sieht gut aus. Ich finde auch hier lang genug. Ein bisschen kürzer als die von Skien. Aber trotzdem geht für mich der Punkt an Skien, weil ich einfach finde, dass man für den fast gleichen Preis bei Skien auf jeden Fall die geilere Shorts jetzt bekommen hat. Leute, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann solltet ihr das unbedingt machen. Ich überlege jetzt so vielleicht in Zukunft mal so ein Video zu machen, wo ihr bestimmen könnt, was ich einkaufe oder auch einfach Geschäfte vorschlagt und sowas. Und generell, dann seht ihr auch, welche Teile ich behalte, wie ich die kombiniere. Und es ist immer lustig mit mir auf Insta. Also, scheiße, dort Abigail ODM. Okay, dann machen wir weiter und zwar ein zweites Outfit. Fangen wir an mit dem Oberteil. Da habe ich mich für zwei weiße Blusen entschieden. Ja, die beiden Blusen sehen sich sehr ähnlich, aber haben einen deutlichen Preisunterschied. Deshalb finde ich das jetzt gerade sehr interessant, mal zu gucken. Also die von H&M, die kostet 30 Euro. Und zwar sieht die Bluse von H&M so aus. Vom optischen her... Ich finde die Bluse ganz süß. Also man merkt schon vom Fühlen her, dass die sehr hochwertig ist. Die ist glaube ich auch aus Leinen, weil die hat auch so ein besonderes Etikett, dass die glaube ich aus einem ja, also stretchy, schulterfrei von Shein. Die ist nämlich auch schulterfrei, stretchy. Ich war so happy, als ich die beiden Sachen gefunden habe, weil die so gleich aussehen. Nur hat die einfach mehr Muster, was ich jetzt so beim ersten Eindruck finde ich das schöner, dass die jetzt noch so Muster hat. Aber ich bin gespannt, wie das angezogen aussieht, weil das ist viel, viel wichtiger. Und die hat 10 Euro gekostet, also 20 Euro Unterschied. Hier haben wir jetzt die Bluse von H&M und irgendwie bin ich nicht so begeistert. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist so eine Bluse, die man unter einem Dirndl anzieht. Weil, ich weiß nicht, so als, einfach nur so als Oberteil, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch einfach zu viel für mich, weil ich sonst solche Blusen nie trage und ich mich deswegen gerade nicht so wohlfühle. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also die sitzt gut. Ist vielleicht hier im Brustbereich ein bisschen zu groß und das muss bei mir ja schon was heißen, weil ich habe ja schon eine große Oberweite. Okay, und hinten haben wir auf jeden Fall, keine Ahnung, da kann ich nochmal eine zweite Person mittragen. Irgendwie ist die Bluse nicht so förmig. So, das ist die Bluse von Shein. Und wie ich ja schon meinte, ich finde, so vom Schnitt her sind die sich schon sehr ähnlich. Allein, dass man jetzt hier auch wieder was zuschnüren kann. Hier sind die Schnüre nur ein bisschen länger. Für meinen Geschmack schon fast zu lang, kann man das kürzen. Weil so an sich finde ich die Bluse jetzt echt süß. Die hatte ich sogar an auf dem Jahrestagsfoto von Jonas und mir. Und ich bin mir aber jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob man die schulterfrei trägt oder ob man das, was meint ihr, trägt man das schulterfrei? Von hinten auf jeden Fall besser als bei der von H&M. Also die sitzt einfach besser und das ist auf jeden Fall eine Bluse, die ich schon eher so wirklich tragen würde. Auch hier geht der Punkt wieder an Shein. Ich hätte nicht gedacht, dass Shein so abräumt, bin ich ganz ehrlich. Auch hier brauchen wir wieder ein Unterteil und da dachte ich dieses Mal... teste ich zwei Rocks. Zwei Rocks? Ich hatte sogar eins gefunden, was das war wirklich das gleiche, gab es bei Shein und das gleiche gab es bei H&M. Es war so ein karierter Rock mit gelben Streifen, nur war der dann nicht in meiner Größe da. Vom Preis her tut sich da auch nicht viel. Das ist jetzt der Rock von Shein. Der hat 6 Euro gekostet und das ist an sich ein einfacher karierter Rock. Nicht aus irgendeinem Jeansstoff, sondern einfach aus so Jerseystoff, so ein bisschen Stretch. Und dann habe ich bei H&M auch einen Jersey-Rock gefunden, wieder halbwegs Stretch. Also die sind beide jetzt nicht, dass man die endlos lang stretchen kann. Wenn ich das jetzt so fühle, das ist ein bisschen dicker vom Feeling her. Aber an sich sind die ja beide einfach, ja, kariert. Ich bin mal gespannt. Oh nein, okay. Die ganzen karierten Röcke waren sehr beliebt bei H&M, fällt mir jetzt wieder ein. Weil ich habe den Rock in M holen müssen. Das heißt, das kann sein, dass der mir gleich ein bisschen zu groß ist. Aber so an sich, der hat 10 Euro gekostet, der 6 und tut sich da
jetzt nicht so viel. Außer, dass der sieht von außen so ein bisschen, wirklich ein bisschen mehr nach Plastik aus. So, hier haben wir einmal den Rock von Shein und ich finde, der passt allererstes sehr, sehr gut zur Bluse. Also das war schon mal gut von mir, dass ich die beiden Sachen so als Outfit bestellt habe. Ja, von der Passform her, der sitzt sehr gut, also der sitzt sehr eng, spannt nicht. Ich finde auch nicht, dass das so eng ist, dass irgendwie was bei mir rausquillt oder so. Auch hinten macht es eine sehr gute Figur. Also es sieht halt einfach nicht so hochwertig aus. Also man sieht, finde ich, die 6 Euro, auch wenn das jetzt gerade wahrscheinlich in der Kamera nicht so rüberkommt und glaube ich sogar ganz gut aussieht. So, hier haben wir den Rock von H&M und bitte, wie gesagt, ich musste den leider in M holen und man sieht es, der ist mir eindeutig zu groß. Schade, schade, schade. Oder meint ihr, es gibt welche, die das bestimmt, oder? Muss ja nicht jeder immer so enge Sachen wie ich mögen. Ah, aber ich merke gerade, dass sie vom Schnitt doch anders sind. Also selbst wenn das jetzt eine Größe kleiner wäre, ist das ein Rock, der unten weit ist. Und der andere war ja so ein Rock, der halt komplett komplett eng anlag. Ich stelle mir den jetzt kleiner vor, dann finde ich den hübsch. Würde zwar dann, glaube ich, eher den schwarz-weißen bevorzugen als jetzt mit rosa, aber ich finde den sehr hübsch. Das ist ein bisschen schwierig. Ich wünschte, der würde mir passen, dann könnte ich, glaube ich, noch besser sagen, welcher mir besser gefällt. Aber hier zum Beispiel merkt man, dass wenn man den anhat, er sieht hochwertiger aus. Also, ja. So, machen wir weiter. Um das Outfit jetzt noch abzurunden, dachte ich mir, Cardigans. Cardigans sind auch nice für den Herbst. Also ich habe doch Herbstsachen. Und die beiden Cardigans sehen sich sehr ähnlich. Die haben einfach nur eine andere Farbe. Und generell war das, finde ich, jetzt bei Shein und H&M ein bisschen leichter, ähnliche Sachen zu finden, weil die einfach beide so ein großes Sortiment haben. Also kann man gar nicht vergleichen mit Kick. Kick war wirklich, der Online-Shop war so. Und von Shein und von H&M beide halt so. Es hat irgendwie trotzdem dann noch länger gedauert, gleiche Sachen zu finden. Einfach weil die Auswahl so riesig ist. Fangen wir dieses Mal an mit dem Cardigan von Shein. Der hat 20,99 Euro gekostet, glaube ich. Das ist so der Schnitt. Ich weiß jetzt gar nicht, kann ich sehen, in welcher Größe ich das geholt habe? Weiß ich gerade nicht. Aber ich denke mal in M. Vom Gefühl her, der fühlt sich jetzt gut an. Der fühlt sich auch dick an. Also genau so, wie ich mir den Cardigan, den ich gerne haben will, vorstelle. Der von H&M hat 30 Euro gekostet, also 10 Euro teurer als der von Shein. Und sieht so aus. Also wie ihr schon seht, die sehen sich beide sehr ähnlich. Die haben beide 3 Knöpfe. Aber ich merke schon einfach vom Anfühlen, dass der einfach nochmal wirklich noch dicker ist, obwohl der ja schon dick ist. Der ist noch dicker. Mir gefällt hier zum Beispiel die Farbe jetzt mehr. Farbe ist halt einfach weiß. Außer, dass die Farbe anders ist, sieht man jetzt nicht so krassen Unterschied und das hat halt 10 Euro mehr gekostet. So, hier haben wir jetzt den Cardigan von H&M. Abgesehen davon, dass das H&M-Outfit jetzt nicht so bombastisch ist, aufgrund der zu großen Hose, der Bluse, die auch irgendwie zu groß und nicht so geil sitzt, finde ich, sitzt der Cardigan sehr gut. Also sehr bequem. Irgendwie sieht der aus wie der, den ich beim Kick vs. H&M Video anhatte. Aber das ist nicht der gleiche, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der könnte eine große größer sein. Dann würde ich den safe behalten. Auf jeden Fall kann ich nichts gegen den sagen. Dann machen wir weiter mit dem Shein Cardigan. Hier haben wir jetzt den Cardigan von Shein und ich muss sagen, der stinkt. Also bei den anderen Sachen ist das nicht so aufgefallen. Also ich weiß noch, dass die Bluse auf jeden Fall gestunken hat, als die das erste Mal angekommen ist. Und der Cardigan riecht jetzt einfach. Ich finde den hübsch. Ich finde sogar die Farbe jetzt ganz cool. Ich glaube, jetzt für den Herbst, das ist so die absolute Herbstfarbe. Ich habe noch nicht so etwas in so einer Farbe in meinem Kleiderschrank, sehe ich gerade. Auf jeden Fall ist der eigentlich genauso wie der von H&M. Ich finde, der ist einfach nur so kompakter. Das heißt einfach viel, viel kleiner. Der ist einfach ein bisschen kürzer und der ist auch ein bisschen enger. Beides sind auf jeden Fall coole Cardigans, aber ich würde trotzdem dann da den Punkt an H&M geben. Also beim ersten Outfit würde ich sagen, ist ein Unentschieden. Beide Outfits sind cool. Vielleicht ein ganz, ganz kleiner Vorsprung an das Shein Outfit. Aber beim zweiten Outfit war es eindeutig. Also nicht nur wegen dem zu großen Rock. Generell waren irgendwie auch die Bluse. Also alles in Kombination fand ich bei Shein schöner. Aber trotzdem finde ich, war das dieses Mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schreibt mir gerne weitere Shops, die ich miteinander testen soll. Folgt mir bei Instagram, weil dann könnt ihr auch mir helfen, dann vielleicht auch ähnliche Sachen zu finden, wenn ich das nächste Mal so ein Video mache? Dann würde ich sagen, schaut euch mein letztes Video an. Da kriegt ihr Impressionen von unserem Urlaub, was wir dort alles gemacht haben. Es war so ein schöner
Urlaub, wirklich. Es war wie im Paradies. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!